So, ich begrüße zum neuen Video, und zwar geht's weiter im Holz. Wir fangen mit einer ganz neuen Szene auf. Wir fangen an, und zwar, Leute, es ist soweit. Der Kobi GSW30 verlässt uns wieder. Da steht er. Einmal retour. Ich habe es jetzt so oft gesagt, ich sage es nochmal, ja. Ein riesen Dankeschön an Agria 2800D. Das ist nicht selbstverständlich, ja, einfach einem, den man mal ein paar Mal in Videos gesehen hat, einen Spalter zu überlassen, damit er den mal ausprobieren kann, damit er ein Video drüber macht. Das ist, wie ich finde, nicht selbstverständlich. Deswegen ein riesen Dankeschön nochmal an dich. Und ich denke, ich habe ein bisschen was gut gemacht, indem ich dir deine Trommelsäge abgeladen habe. Ne? Und für alles andere melde ich mich. Das ist schon nochmal, wäre uns ja schon einig, ne? Genau. So, ich fahre jetzt wieder retour und dann geht's im Ausschuss weiter mit Holzbündle. Seid gespannt, bis gleich. Ich habe meine Kamera mit dem leeren Akku verwischt, aber meine neuen Klammern sind da, und ich würde sagen, wir probieren das jetzt glatt mal gemeinsam aus, ne? Genial. Was sagt uns das? So, jetzt können wir uns das Vergleich auch gucken. Ne? Vom Prinzip her sind die komplett gleich, nur dass die Drahtsteige ein Millimeter mehr ist. Ansonsten sind das. Das ist komplett gleich, ja? Vielleicht kann man sagen, die sind ein bisschen schlampiger gebogen, aber ansonsten. Schon gibt es sich keinen Unterschied. Ne? So, ich fände die zwei Seiten mal noch schön um und dann hole ich euch nochmal dazu. So, jetzt die zweite Seite. So, würde ich sagen, jetzt haben wir ja hier, weil ich ja jetzt zusammengeflickt habe, ne, hier jetzt eine ganz schöne Batze Band übrig. So wie hier jetzt, ne, das hier ist auch mal ein komplettes Bündelband. Ja. Und auch noch schon das Kardanmesser an. Ich schneide das hier nochmal zwischendrin ab. Immer nämlich erledigt. Ne? So. Dann wäre der Bund endlich fertig. Und jetzt hätte man eigentlich einen Spalte können. Ne? Großer Test. Liegen gegen stehen Spalte. Aber ja. Ich räume jetzt den Bund auf die Seite. Und dann gucken wir, was Bündel gerne in den Fendt noch kriege. Da gehen wir bündeln. Ne? So ist der Plan. So Leute, bevor wir jetzt anfangen, das Bündel gerne an der Fendtner zu hängen, bauen wir mal schon die Betätigung hier um, weil die regt mich nämlich richtig auf. Schaut euch mal an. Der hier ist ein bisschen verzogen und dadurch läuft der, seht ihr, da läuft die Stange nie richtig hier drin, damit hier wegen rumgedrückt werde. Ja. Jetzt gehen wir einfach her, wenn ich jetzt so überlegt. Ich flex jetzt die Schraube hier schon ab, weil die gehört eigentlich eh nicht rein. Ja. Dann kann ich das komplett hier dennoch rauskloppen und dann kann ich das in Einzelteile rausholen. Also die Schraube hier ab, da können wir jetzt ein Einzelteil hier rausholen
einmal den Hebel hier, den hier seitlich, dann die Stange. Die Stange müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen gerade machen. Und den hier müssen wir ein wenig rumbiegen, dann soll es eigentlich wieder passen. Das mache ich jetzt geschwind und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, halbe Stunde später sieht es dann so aus. Bündelgerät hängt am Fend. Das ist ja mal jetzt einmal gepuzzelt, da ist jetzt auch wieder die Feder drin. Und ich kann jetzt ganz normal wieder hier anheben, rausziehen, hier einhaken. Wenn ich hier loslasse, schnallt er mich wieder rein und verriegelt mir hier. Ne? Muss man eventuell noch zwei Scheiben nehmen, dass die Feder hier einfach ein bisschen mehr Vorspannung kriegt. Genau, ich weiß gar nicht, ob die vorher nicht sogar. Da, dann kriegst du ja gar nicht mehr auf, wenn ist ja bolle schwer. So. Ich hole jetzt Bündelband und dann legen wir endlich los mit Bündel, weil eigentlich ist das das, was ich machen wollte. Ne? Oh Leute, wir brauchen hier neue Schläuche. Guckt euch das mal an. Leute, wisst ihr euch, dass ich diese Verschraubung hasse? Ohne Witz, ich hasse die. Naja, so schlimm ist es gar nicht, weil eigentlich wollte ich hier, die müssen wir auch frisch machen. Dann können wir hier gleich mal ran, weil das wollte ich eigentlich eh schon weg. Oh, ich weiß eh, ist das Lasthalteventil oder? Wer von euch weiß das? Das ist bestimmt Lasthalteventil, ne? Für die Kippzylinders, ne? So, ja, ich hol das Bündelband, der große Spanngurt zum Vorspannen und dann legen wir direkt los. So, also Bündelgerät ist gerichtet, Bänder liegen drin. Ihr hört, das Radio läuft, deswegen. Ich stelle euch gleich die Zeit noch. Mein Kader macht Zeitraffer draus. Legt erlaubte Musik drunter und los geht's. Schon bunt fertig, Leute. Ne? Geht eigentlich ganz schnell, muss ich ehrlich sagen. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, kippen wir den aus. Dann machen wir den Rest vom Hänger vollständig weg. Dann wären wir hier soweit schon mal fertig. So. Suchen wir jetzt einen schönen Platz für den Bund. Und dann machen wir weiter. Das ist rund 35-45% der Beschäftigten betroffen. Aber, so Neumann, nur weil vor allem Routinetätigkeiten von Robotern übernommen werden könnten, passieren. Außerdem sei der ländlich geprägte Südwestmarkt darin, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Es entstünden etwa Tätigkeiten wie Robotik-Ingenieurswesen. We'll be right back.
Auflösung ist, das ist der dritte, Bund. Der ist nicht ganz voll. Ich würde sagen, Sterware das Ganze. Ich würde sagen, eine Woche Zeit, Gewinnspiel, Preis. Schauen wir mal, ne? Kriegen wir auch noch zusammen. Gibt es was Kleines, ja. Mir fällt doch schon was ein. So, genau. Ich würde sagen, aber so macht es jetzt gerade nicht wirklich Sinn, ne? Wir fahren jetzt zusammen vor zu dem kleinen Häufle, wo ich quasi das Demo-Holz für den Liegenspalter gespalten habe. Ne? Schmeißen wir da gerade noch mit rein. Dann ist der Bund nämlich voll. Schnappt mir noch zwei Klammern. So sehen wir jetzt neu aus, ja. Wematec. Genau, da habe ich ja ursprünglich das Bündelset her. Ne? Ja. So, also. Ich schmeiß alles drauf mit dem Fahrrad vor. Dann schmeiße ich es rein, dann nehme ich euch nochmal dazu. Machen wir das Schlusswort. So, schauen wir doch mal, ne? So, da haben wir aufgehört, ne? Da sitzt es jetzt, drei wunderschöne Bunde, ne? Ja gut, hab schon schönere Bunde gemacht, aber vollkommen ausreichend. Genau, dann würde ich sagen, sobald es nicht mehr so nass ist momentan, weil momentan ist es echt arg nass, regnet noch ständig, machen wir, hier fahren wir mit dem Mulcher drüber, dass es wieder schön aussieht, ne? Und dann würde ich sagen, fangen wir da auch Spalte zu setzen, da haben wir rüber, also das Zeug da weg, das Blech da weg, da Spalte drüber, dass wir die Bunde auf die Spalte gesetzt kriegen. Und dann machen wir uns Gedanken, ob wir da weiter Blech drüber machen oder ob wir nicht auf der LKW-Plane drüber spannen. Es wird ja auch funktionieren, ne? Genau. Die da werden wir da wohl sitzen lassen und so abdecken und wegsäge dann im Sport, ja. Die dahinter, die vordere, die helle, die müssen auf jeden Fall in der Plane. So ist der Plan, genau. So, würde ich sagen, war es das für das Video. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Am Sonntag, Quatsch, Sonntag. Am Mittwoch geht es bei der Hühner weiter. Schauen wir da mal rein. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Kommt gut in die neue Woche. Wir sehen uns am Mittwoch. Bis dann. Ciao.